Anschluss hast. Da ist das irgendwie gang und gäbe, auf Autobatterien zu machen. Das hat sogar mein Vater hatte mal eine Werkstatt im Keller, die er über Autobatterien betrieben hat, weil wir keine Steckdosen hatten. Da war ich aber noch ganz klein, da war ich ein halbes Jahr alt, als diese Werkstatt aufgelöst wurde und auch die Werkstatt, die jetzt bei uns im Keller ist, ersetzt wurde. Naja, Not macht halt eben mal erfinderisch, ne? So, und wieder bewässern das Ganze. Das ist halt das Einzige, was echt ein bisschen schade ist, dass man die Säure nicht automatisch herstellen kann. Aber andererseits, hey, die Säure stellst du einmal her, dann hast du ja deine Energiespeicher und dann reichen die normal auch. Sag ich jetzt mal. Also sollte zumindest normalerweise ausreichen. Und Säure, 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 Säure. Und allmählich ein bisschen leckt's gerade. Ich weiß zwar nicht warum, aber ja, lassen wir das auch mal so stehen. Und die aktuelle Säureproduktionsrate ist echt ganz gut, denke ich mal. Also wir produzieren genauso viel Säure, wie immer reingepumpt wird. In das Kasten. Wir produzieren sogar etwas mehr. Eigentlich immer sehr gut zu wissen, nur ich kann halt jetzt aktuell nicht viel mehr als einem laufenden Mathe Säure reinklatschen, weil ich vergessen, also ich weiß nicht auswendig, ich weiß, wie viel der ursprünglich schon drinnen war. Und langfristig wird es dann sein, dass ich halt alles in diesen Tank reinfasse und dann den Tank irgendwo halt von einem Tank dann einfach in einen anderen Tank umpumpe. Den dann irgendwo in mein Haus stelle oder so. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass ich irgendwann die Batterien schon nochmal erweitere. Oder halt noch mehr Bau und so. Und da weiß ich zwar nicht wo, weil dieser Energiespeicher, den ich jetzt hier habe, der wird bis an mein Lebensende reichen. Wenn er mal voll ist. Also wirklich. Ich will mir überhaupt keine Sorgen machen, dass der mal voll wird. Also voll wird er auf jeden Fall. Ich habe es ja geschafft, seinen Draconic Evolution Core zu füllen. Aber. Ja. Das war auch mit einem Cryotherium-Reaktor, ne? Und hatten wir sonst irgendwas? Ja, ich hatte eine U-Meter-Produktion mit drei Ultimate Hybrid Solar Panels. Weiß gar nicht, ob es die hier gibt. Wenn ja, wäre das schon echt cool. Das wäre vielleicht noch was, was ich machen will. Und nachdem Carpenters-Blöcke hier dabei sind, glaube ich, mache ich das auch. Jetzt, ah, Mist, jetzt habe ich es aber nicht von vornherein ins Haus integriert. Dann brauchen wir doch einen kleinen Keller zumindest. Einen kleinen Keller brauche ich. Für Industrial Craft. Aber nachdem ich hier eh auf einem Berg wohne, ist das eh kein Keller, sondern einfach nur der Eingang über die Garage. Weil Carmen das Garagentore haben wir ja. Und da baue ich einfach unten am Fuße des Berges so ein Garagentor-Ding, wo dann halt der Industrial Craft Keller drin wird. Das habe ich schon mal genauso gebaut. Allerdings mit Ender-Ohr noch zusätzlich. Das heißt, bisschen praktikabler. Da hatte ich dann auch das Ganze ans MI-System angeschlossen. Dann konnte ich mir diese Solarpanels dann, wenn genug Iridium und sowas da war. Das muss ich noch manuell herstellen, konnte ich aber das dann
Konnte ich mir das automatisiert Ultimate Breed Sonar Panel craften lassen. Das wäre dann schon ziemlich cool. Wenn du das nicht manuell machen musst. Weil Sonarium und dieser Käse, das war schon echt unglaublich ätzend. So weit herzustellen. Wie viel hatten wir noch? 32. Ja, gut. Ich habe noch mehr Sulfurblöcke als Haltbarkeit am Feuerzeug. Das passt dann soweit. So. Muss aber auch dazu sagen, diese Säure sieht echt nicht gesund aus. Ist ja auch Schwefel. Das ist mir natürlich wieder meine manuelle Sortierung mit dem Limestone durcheinander geschmissen. Ich schlafe dann, während ich hier neue Säure raufhaue. Habe ich gerade beschlossen. Hier so noch. Weil die braucht eh ein bisschen Zeit, um zu entstehen. Und dann sollte das passen. Und ich muss sagen, das ist schon echt sehr viel entspannter als so wie ich es am Anfang gemacht habe mit dem Auffüllen. Vielleicht kann ich heute doch ein bisschen am Haus bauen. Das ist auch ehrlich gesagt auswendig gar nicht bei wie vielen Folgen jeder schon ist. Aber es ist jetzt auf jeden Fall die dritte oder vierte Woche schon, dass wir allmählich eventuell schauen, ob wir auch die. Ja, muss ich mal schauen, was die anderen dazu sagen. Wäre natürlich etwas uncool dann für den guten Gabriel, weil der aktuell nicht da ist, beziehungsweise keine Zeit hat. Und wir ihm jetzt. Oh fuck. Und wir ihm jetzt halt eh schon alle technisch gesehen abhängen. Was ja ursprünglich kommt mal hier bitte von meinen Pipes hier weg. Ich meine, das hat zwar eh One-Hit, aber ich will definitiv nicht riskieren, dass mir meine Pipes hier in die Luft fliegen oder der Reaktor oder sowas. Da habe ich definitiv besseres Hoppla zu tun. Als LOL. Ups. Ja gut, zum Glück denke ich vorher nach, bevor ich sowas flute, ne? Oh mein Gott. Was mache ich denn? Heilige Scheiße. Ich brauche noch ein paar Wände. Zack. Alter Schwede. Na, die kann ich hier jetzt erstmal so einfügen. Ich glaube, mit dem Zubauen habe ich mir zwar auch irgendwie sicherlich 16 Eimer Säure vernichtet. Aber das ging jetzt, glaube ich, nicht großartig anders. Hätte ich vielleicht vorhin alles abschöpfen können, aber. So, Säure ist erstmal wieder weg. Puh. Das war jetzt schon so ein großer Fail. Alter.
Meine Güte. Jetzt war doch wieder den Limestone hier. Boah, stell dir mal vor, das hätte ich erst später gemerkt, wenn mein ganzes Haus voller Säure wäre. Das ist bestimmt sehr umweltfreundlich. So. Jetzt muss ich mal schauen hier. Also. Stand ist jetzt wie folgt. Wir haben hier fast 90 drin. Wir haben 45, die in jedes Ding rein muss. Und das Ding hier ist das auch fast voll. Ich würde mal sagen, ich lasse das jetzt erstmal und arbeite jetzt momentan hier erstmal ein bisschen am Haus. Also quasi das machen, was ich eigentlich schon mal gemacht gehabt habe, aber was sich durch das Umbauen der Batterien gerade etwas erübrigt hat. So, das stimmt hier noch. Gut, dann haben wir hier einmal hoch. Und hier einmal hoch. Dann haben wir unsere Fenster. Beziehungsweise unsere Fensterfront. Gut. Das nächste, was ich machen muss, hier die Carbonus-Blöcke raushauen und jetzt erstmal wieder richtigen Marble holen. Moment. Nee, hier wollte ich auch Karten, weil hier wollte ich, glaube ich, dann wieder damit es einen einigermaßen coolen Abschluss hat. Hier so und dann hier wieder so Kabelblöcke rein. Perfekt. Das eigentliche Ding ist ja hier, ist ja eigentlich, also hier ist ja jetzt der Boden, wo jetzt dieses Ding drin ist. Und hier waren ursprünglich auch Carpenters-Blöcke für vorgesehen. Ja, gut, aber das kann ich jetzt so nicht wirklich bringen. Dann sieht man hier die Batterie noch richtig schön klassisch, wie sie im Original aussieht. Läuft bei mir auf jeden Fall. So gut. Dann brauche ich jetzt den Boden, den ich vermutlich hier unten eingelagert habe. Ja, hier ist der Boden. Ich bin so gut, dass ich das alles noch weiß. Und jetzt noch. Noch mehr Carpenters-Blöcke. So. Fein. Und dann hier unten jetzt den Boden verbuseln. Ich will damit jetzt ja nicht angeben. Also mit dem Kasten hier an sich. Wie viel haben wir hier noch? Also das soll noch für eine Erfahrung.
Ja, okay, wir werden doch noch ein bisschen Säure nachliefern müssen, glaube ich. Dann mache ich das mal schnell. Dann produziere ich nochmal 16 Eimer Säure schnell. Ich mag jetzt nicht drüber nachdenken, wie viel produktiver ich gewesen wäre, hätte ich das beim ersten Mal schon so gemacht. Alter, Mist. Jetzt haben wir schon wieder saumäßig viel Säure vernichtet. Zwei Eimer. Shit. So, egal. Jetzt haben wir hier wieder 36 drin und hier fängt es schon wieder an. Schauen wir mal, wie es aussieht hier. Wenn es erstmal leer ist. Ich meine, es ist ja eh hier in den Ecken das Letzte, was man sieht. Und ich kann alle Ecken mir von Fenstern ansehen. Deswegen sollte ich mitkriegen, ob es funktioniert oder nicht. Hier kommt dann jetzt die Rampe hin, wo ich hochgehe. Mache jetzt ausnahmsweise mal so. Jetzt eigentlich sage ich jetzt mal nicht so meine Art, eine 45 Grad Winkelrampe zu machen, aber naja. In dem Fall ist es, glaube ich, einigermaßen gerechtfertigt. Ja, hier ist nämlich eh unser Boden dann. So. So ein schöner Boden. Naja, es ist halt auch irgendwie noch kein Strom drin in der Batterie, aber das ist ja. Ist ja auch noch egal, ist ja auch noch nicht angeschlossen, da muss noch kein Strom drin sein. So. Gut. Den wollen wir das mal hier so machen. Und schlafen gehen zwischendurch mal wieder. Gut, ich weiß nicht, das Logistik-Kapsalgesystem an dem Ort gefällt es mir jetzt eigentlich nicht so richtig mega mäßig geil, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Ich weiß ja nicht, ob ich mehrere Anschlüsse machen kann. Also es ist ja an sich sehr zentral, nur der Entnahmeort ist nicht wirklich zentral momentan. Sollte ich vielleicht noch etwas umbauen, nur ich wüsste jetzt nicht wie. Und nachdem mir aufgefallen ist, dass man ja quasi über die Buildcraft-Fassade, wenn ich einfach nur die Buildcraft-Fassade anziehe, also jetzt kann ich zum Beispiel so, kann ich auch drauf zugreifen. Deswegen muss ich mal schauen, wenn ich jetzt mal hier suche, Fassade, unter was man hier diese Fassaden alles machen kann, also was natürlich super geil wäre, wäre eine Fassade in Form eines Computers oder so ähnlich. Das wäre einfach megamäßig. Das wäre echt cool. Irgendwas in die Richtung.
Oder, oh nee, das ist geil. Das ist eine coole Fassade für eine Pipe. Also jedenfalls irgendwie sowas in die Richtung. Dass man halt sieht, ah, das ist quasi mein Computer. Von dem Ding. Wie sieht es jetzt hier aus? Ich glaube, sie ist voll. Ich glaube, sie ist voll. Das ist schon mal sehr gut. Dann jetzt sind wir die Pipe weg. Die ist eh leer. Das Floodgate holen wir uns wieder. Ja, sie ist voll. Boah, wie das halt einfach mal genau gereicht hat. Lol. So, und da muss ich halt noch gucken, ob es einen Soatex-Patch gibt für Z Industries. Ja, die Batterie hätte ich dann, glaube ich, doch ganz gerne im gleichen Outfit wie den Reaktor. Das sieht nämlich echt viel cooler aus als Faithful. Ich kann nur sagen, dass der Reaktor in Faithful sehr ähnlich aussieht wie jetzt hier die Batterien. Aber das gefällt mir ehrlich gesagt nicht wirklich gut. Ne, warte mal, das muss ich anders machen. Ah, genau, und da muss ich noch mal schauen, was es denn für cooles Glas gibt, das keine Randtexturen hat. In den Carbonless-Blöcken funktioniert das halt leider nicht. Das weiß ich im Normalfall schon. Weil die Carpenters-Blöcke ja Connected Textures quasi verbieten. Du kannst innerhalb von Carpenters-Blöcken im Normalfall keine Connected Textures machen. Außer, warte, ich könnte auch mal schnell bei David schauen, ob das bei dem funktioniert hat. Kann nicht sein, dass das noch geht. Mit dem Carpenters-Chisel. Aber die normalen Chisel 2 Connected Textures oder halt diese Glas Connected Textures haben sonst nicht funktioniert. Bei jedem, wo ich es bisher probiert habe. Wenn ich jetzt mal hier rüberfliege, ich nenne es jetzt einfach mal UFO. Ich meine, das ist ja als. Das ist nicht mal Governance Block. Nee, aber richtige Connected Textures hat er eh noch nicht reingehauen. Ist das überhaupt eine 32er Textur? Nee. Das sind ja eh nur 16er Texturen, also richtig unschön. Eher so Medium. So. Ja, es ist eigentlich ganz gut aufgeräumt momentan. Das Haus. Ich habe an der Rückwand einfach mal vergessen, Fenster rein zu planen. Das ist sehr sinnvoll. Ich bin stolz auf mich. Ja, und hier. Das passt jetzt natürlich nicht wirklich mit dem Ding hier zusammen. Dann machen wir das hier mal so. Flupp. Carbonless-Blöcke sind toll. Aber kann man so viele coole Sachen machen. Hier wäre halt wirklich dann so ein richtig klassischen Energiedings. Und hier müssen wir uns dann auch ein bisschen Beleuchtung einfallen lassen. Weil Licht ist wichtig. Auch wegen Monster spawnen und sowas. Hier vorne in der Kiste war, glaube ich, auch noch ein bisschen Wandmaterial. Nämlich Marble. Ja, Marble finde ich voll gut, Alter. So. So. Ich werde mir ja definitiv ein bisschen terraformen müssen auf dieser Seite noch, weil ich da das Haus ganz gerne doch eigentlich auf dieser Ebene haben würde, dass man vor allem hier außen diese Reaktorfenster sieht. Das
Das wäre mir wichtig, dass, also, was heißt hier Reaktor? Das ist ja eh der Energiespeicher dann, aber den soll man auf jeden Fall sehen. Das wäre mir schon wichtig, dass man den so sieht. Hier vorne muss jetzt noch Glas rein und dann die ganze Vorderfront. Und hier unten kommt noch kommt eine Doppelgarage rein. Irgendwo da so. Also echt direkt hier drunter. Und dann daneben, weiß ich nicht. Lass mal schauen, wie ich das dann genau mache. Aber hier sieht man ja, auf der Seite sieht man ja, dass das auch hier alles eigentlich zu, mit Ausnahme von der Kiln, weil die hier offen sein muss. An den Stellen, wo sie offen ist. Hier ist alles zu, weil da ja überall Maschinenkabel und Stromkabel langlaufen. Naja. Gut. Hiervon muss ich jetzt noch. Genau, jetzt muss ich immer schnell schauen. Glas. Was gibt es denn für Glas? Saphirglas. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Und das hier ist dann weatherproofed. Brauche ich aber ein Alloy Furnace für erstmal. Und cool. Das ist überhaupt richtig. Das ist ja Stained Glass. Das ist ja von Forestry. Das ist nicht das, was ich will. Ich will so Connected Glass haben. Also, das könnte ich zum Beispiel Turbinenglas hier für die Turbinen. Oder halt hier unten Saphirglas. Aber da muss ich aber halt mal schauen. Da. Gut, so kann ich mir Blue Power Saphire konvertieren, immerhin. Das ist schon mal sehr gut. Dann, Gott, Clay brauche ich schnell. Hier ist Clay. Graphit kommt dann erstmal hier wieder in die EMC-Table. Genauso wie die 350 Wände. Eine Kobbel kommt rein. Der Tank Waterproof. Ah, den kann man auch gleich noch lernen. Eh gut. Die Sulfurblöcke kommen auch wieder rein. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Floodgate und Pumpe lassen wir mal. Die kann man immer mal gebrauchen. Ja. Das sieht doch schon mal echt ziemlich cool aus. Und hier haben wir dann auch wieder das. Ah, genau. Und jetzt können wir noch mal was ganz anderes machen. Das wäre das, dass ich das schon mal hinter mir habe. Haben wir noch normale Carpenters-Blöcke? Ja, haben wir. Die sind nämlich hier drinnen. Carpenters-Blöcke. Stack, bitte. Also was ich zum Beispiel definitiv schon merke, ist, ich muss dieses Output-Terminal definitiv zentraler bauen. Das heißt, wenn ich jetzt mal theoretisch annehme, ich würde dann noch hier so eine zweite Zelle, also eine dritte Zelle kommt auf jeden Fall hier noch in die Richtung dran, weil sich das platztechnisch ganz gut ausgeht. Also ich weiß noch nicht, wie viel Raum habe ich hier. Es sind zwei dazwischen. Also wenn ich jetzt hier noch 1, 2 und dann haben wir noch 1, 2, 3. Haben wir sogar noch 4 Platz. Ja gut. Auf jeden Fall muss ich dann schauen, dass ich definitiv die Lagereinrichtung, dieses Provider-Dingens da, definitiv da vorne habe. Also ungefähr hier so in dem Bereich, weil auch hier der Energy-Ding reinspeist. Da muss das dann ungefähr hin. Sind jetzt schon da? Ja, sehr gut.
Nächstes Ding, wie baue ich denn die Garagentore? Nee, warte mal. 16 reichen auf jeden Fall mal. Das Ding ist nämlich 5 breit. So, habe ich erstmal noch den Carpenter, das Hammer jetzt das erste Mal, dass ich den brauche. Da brauche ich noch Eisen für, glaube ich. Carpenter's Hammer. Haben wir. Dann brauchen wir noch ein bisschen Saphire. 3, 4, 4,5. So. Die muss ich nämlich jetzt mal schnell umtransformieren in die von Project Red. Was ja angeblich so geht. Nice. Das hat schon mal geklappt. Die haben eher eine viel coolere Textur als die von Engineers Toolbox. Also ich bin wünschte, entweder dieses Design hier. Na, ich nehme das hier. So, nochmal wieder 5 mal 6 gleich 30 Graphitblöcke. Haben die eigentlich einen EMC? Die haben jetzt auch einen EMC. Und gleich. Graphit. Das ist halt irgendwie auch Tradition bei mir. Gut, das funktioniert dann mal wieder nicht. Warte mal, kann es sein, dass sich das Problem hier ganz einfach beheben lässt? Indem ich hier noch eine dranhänge. Warum funktioniert das jetzt? Ich hinterfrage es einfach mal nicht. So. Auf jeden Fall hier haben wir jetzt wieder ein ähnliches Problem. Vielleicht geht's ja jetzt mal. Ja, jetzt geht's. Und wieder hoch hier. So, und jetzt haben wir hier quasi Tür, wo wir dann zum Energiespeicher reinkommen. Ist eine Spielerei, aber ich mag's. Bin ich ganz ehrlich, ich mag das. Gut, die haben wir jetzt auch fertig. Dann kriegen wir hier jetzt 8 raus. Verkraften ihn gleich mal zu einem Alloy-Smelter oder wie Alloy Furnace oder wie das heißt. Perfekt. Dann gleich hier hinstellen. Dann hier mal ein Stack Saphire rein. Dann wollen wir noch hier schnell Glas. Ja, fast. 1, 2, 3, 4. So. Und schmelzen das dann hier jetzt mal. Dann machen wir es noch schnell ein bisschen Kohle. Die wir bestimmt auch wieder irgendwo hingeschmissen haben. Ich bin so gut. Ja gut, und das Ganze werden wir dann später noch elektrisieren, sage ich mal. Gibt es dann auch eine kleine Ecke für Blue Power. Das ist natürlich hier die einzig und entscheidende wichtige Frage. Ich hätte vielleicht etwas weniger Glas machen sollen, aber das ist eigentlich eh ein sehr schönes Glas, wie ich finde. Das dürfte sich jetzt, glaube ich, hoffe ich, weil sonst
Habe ich ein Problem verbinden? Das ist genau das Glas, was ich brauche für diese Fenster. Das ist doch mal geil. So muss das sein. Genau so muss das sein. Du hast einen Plan. Du versuchst den Plan in die Tat umzusetzen und es funktioniert auch noch. So. Ist das nicht Wunderbärchen? Gut. Aber jetzt glaube ich fast, habe ich keine Zeit mehr. Also, ja, ich habe sehr sicher keine Zeit mehr, allmählich. Was macht eigentlich dieses grüne Symbol? Ich weiß es nicht. Naja, egal. Ich bin jetzt erstmal weg und dann muss ich mal schnell etwas Allgemeineres fragen. Vielleicht sollte ich mich irgendwo hinstellen, wo eine Creeper-Explosion relativ egal ist. Nämlich hierhin. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut und auf Wiedersehen.